Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 23 und wir machen heute weiter mit den nächsten Transferverhandlungen. Na dann, auf geht's. So, Kuruseta möchten sie haben. Das kann ich schon mal ablehnen, weil ich bin an Förster nicht interessiert. Wie gesagt, da wir nur Baskenspieler holen. Wir spielen nämlich mit der Athletic Bilbao. Und deswegen werden wir mal schauen. Oh, was haben wir denn Harit? Ja, theoretisch ja, aber Harit ist kein... Ich würde ihn so gerne holen, ey. Das ist so ein geiler Spieler eigentlich gewesen, aber. Nein, leider nicht. Bitchich. Warte mal. Verhandeln wir. Abner. Nee, also Abner definitiv nicht. Obwohl, das sind kein schlechter. Warte mal. 73er Wertung. Jetzt muss ich gerade gucken. Der Abner. Baske. Sven, ja. 11,5 Millionen, das ist mir. Ja gut, das ist, warte mal, ich verhandle mal ein bisschen. Also ich gucke mal, ob sie mir nehmen. So. So, Tauschspieler auf jeden Fall mal rausnehmen, brauche ich nicht. Neue Transfersumme vorschlagen 21,5. Also da müssen wir ein bisschen was drauflegen. Angebot absenden. Und das passt. Und damit wird Juri Betis wahrscheinlich nach Betis gehen. Wie gesagt, ich warte noch, ich werde das Angebot jetzt annehmen. Ich werde jetzt gleich noch Dings versuchen zu verpflichten. Mein Wunschspieler ist nach wie vor der Oyarzabal. Gut, A-Wertung sogar, knapp. Knapp, unter A. So, dann gucken wir nochmal, was wir zu kriegen. Transferzentrale gehe ich rein und Wunschliste. Das heißt, wir werden nochmal reingehen in den Transfer versuchen. So, also ich habe eben gesagt, noch 42, was war das? Noch 42,5 war das jetzt schon. So, Angebot annehmen. Gegenangebot. Nee. Das spielen wir gar nicht mit. Dann gehen wir 45 aus. Komm, dann gehen wir ein bisschen hoch. Aber 60 Millionen gebe ich nicht für ein Spiel aus. Ich glaube, ich war jetzt mal bei 70 fast. Ja, dann passt das. 48,2. Klingt schon mal fast besser als, sind wir ein bisschen drüber Marktwert, haben sie ein bisschen Plus gemacht. Und jetzt holen wir uns unseren Wunschspieler. Angebot. So, 5 Jahre natürlich, klar. So viel werden wir, so lange werden wir nicht spielen. Freigabesumme übergehen. Und jetzt gibt es 20 Millionen. Freigabesumme abnehmen. Ablehnen, Entschuldigung. So, und jetzt kannst du ein bisschen Kohle kriegen. Jetzt kriegst du schön ein bisschen Geld. Wer hat die paar Quatsch, 55 und 400.000. So, die Kohle hat er. Und damit passt das. Und nochmal. Mikel Oyarzabal wechselt zu Athletic Bilbao auf eine Ablösesumme von 48 Millionen. Und damit haben wir unseren Top-Star verpflichtet. Wahrscheinlich, wenn wir gesagt, wir werden hier in der nächsten Folge erst zum Spiel kommen. Das ist eine B-Bewertung. Das hätte ich denn haben können. 43,4. Oh, ist okay, mein Gott, alles gut, das sind das 5 Millionen plus. So, gut, dann haben wir den ersten Deal unter Dach und Fach. So. Wo ist der Ball? Wo ist denn der? Da ist er noch. Berenguer, der geht sowieso. Oh ja, nee, also Ball hat eigentlich die 8, ist okay. Trikot nochmal erinnern, wie sollten. Was können wir denn geben? Nehmen wir die 17. Kriegst du die 17, nein, oh ja, so Ball. Da haben wir, ich glaube, jetzt mal hat er die 7 gehabt. Aber so schlimm, ich glaube, dann ging Berenguer zwischendurch mal. So, alles gut. So. Wir haben zwar jetzt 35 Spieler, aber wir haben noch ein bisschen. So, gucken wir mal rein. Beschieß ist weg, jawohl. So, Hoffenheim, Grischer Prömel. Auch das kann ich. So, wir gehen mal ins Verhandeln. Also ich will den Tauschspieler nicht haben. Warum ist es? Das wollen wir schon mal planen. Tauschspieler mal rausnehmen.
So, neue Transfersumme vorschlagen. 23, 24, 5. Also, nee. Nein. Gegenangebot. Weg mit dem Angebot bei dem Tauschspieler. Wir kommen nicht mit irgendwelchen Tauschspielern. Ich bin da etwas anders als hier. 22,9. Nein. Gegenangebot. Raus mit dem Tauschspieler. Wir gehen mit ihm auf den Senkel. 23 Millionen. Bam. Dann tschüss. Ich will eure Tauschspieler nicht haben. Siliero, Leihangebot. Warte mal, das kann ich mal kurz delegieren. Leihe ein Jahr. Bloß nicht wieder irgendwelche Kurzleihen oder sowas. Aber top, aber schon das erste Spiel gegen Real, oder was? Ich habe Deutschland Winzendorf, Tagesvergebot. Nein. Ungelogen. Nein, 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 nein. Der wird aufgebaut, der Junge. Der wird aufgebaut. Der soll nämlich sehr gut sein, ich gehört. Ja, Wechsel für zwei. So. Balenciaga, was habt ihr für Marktwert? Ja, komm, ist okay. Ich geh weg. 2,4 Millionen. Ich brauche 34 Jahre alt, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Auf einmal will Guruzeta kaufen, vergiss es. Ich habe zwar genug Stürmer, ich brauche ihn. Die Saison ist lang mit 38 Spielen. So, schon Cierro. Wechsel für 12 Monate nach Famalicão nach Portugal. Und Mikel Balenciaga wechselt für 1,4 Millionen zum AZ Alkmaar in die Niederlande. Von der Erwartung raus geworden, ja. Ich bin gerade dran, den Kader so ein bisschen zu verdünnen. Oh, Alter, gib mir aufs Deckel. Kann ich den nicht irgendwie mal rausnehmen? Ablehnen. Gib mir gerade ein bisschen aufs Deckel, dass sie mir gerade ständig irgendwelche Angebote reinhauen. Oder mal Teamzentrale, ich kann ja die angefangenen Angebote ja blocken. Mich damit. So. Giray, genau das gleiche in Grün. Abgelehnt. Brauche ich nicht. Zwar Kohle ohne Ende, aber ich brauche den. Der bleibt definitiv in der Innenverteidigung. So, Luis Bilbao soll erstmal für 2 Jahre. Ja, gerade verlängert. Ist klar. Und Levante. So, Martinez, Inigo ist 31 Jahre alt. Barca will ihn haben. Das ist aber mal ein Angebot. Dann können wir den mal verhandeln. Wenn Barca schon so viel Geld haben wollen, die bestimmt die 25 Millionen auch zahlen. Oder? Naja, Transfer müssen wir vorschlagen. Komma 1 Gegenangebot. Treffen wir uns in der Mitte, 23,5. Komm, mach 23 glatt raus. Die 1,8 Millionen, die habt ihr noch. Ich meine, haben sie nicht, aber die werden schon irgendwie. So. Wenn ihr nicht wollt, habt ihr nicht. Schade, okay. Ich hätte jetzt, ja, die wollten nicht auf 23 glatt gehen. Wir haben tatsächlich nicht als Real als Gegner. Das ist, glaube ich, auf Alivante, glaube ich, gerade. Also der Spielplan scheint nicht original zu sein. Ich glaube, Levante, wenn es richtig im Kopf gesehen hat, wenn ich es gerade ganz kurz im Überblick gesehen habe. Nee, ist es nicht. So, Martinez, bin mal ausgeliehen. Rom. So, verhandeln. Ich will ihn jetzt nicht über die Futtermarke abgeben. Ich will ja Merino eigentlich gerne noch haben. Um den zweiten teuren Star von San Sebastian zu einem Ex-Dortmunder. Gegenangebot 23,5, komm. Mach das zu, mach das zu. Ja, 29. Komm, mach. Irgendwas draus. Mach was Rundes draus. 22.
Bisschen über Marktwert. Ja, verdammt die. Ihr wollt immer ticken unter Marktwert sein. Ich will eigentlich ungern unter Marktwert sein. Gut, ich hab. Oh, jetzt geht's schon im ersten Spiel. Warte mal. 1,25 Atletico Madrid. Warte mal. Die wollt. Ja, komm. Ist okay. Machen wir jetzt 21,5 von Dings. Eine Pressekonferenz brauche ich jetzt gerade nicht. So, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter beim FC Elche in die neue Saison. Bis dahin. Und tschüss, das war nur eine Kurzfolge, aber es tut mir leid. Bis dann. Tschüss.